Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild, zu der Schwertprüfung. Ja, das haben wir jetzt schon in der Ebene 10. Also das haben wir eigentlich schon fast davor, dass wir durch sind. Ja, wir müssen nur ein bisschen weitermachen. Ganz durch sind wir dann doch noch nicht. Da haben wir zum Beispiel nur mit so einen Gegner. Das weiß ich bloß nicht, haben wir da, da ist der Kopf, ne? Oh, der hält einiges aus. Uiuiuiui. Alter, spuckt er mir an. Boom. Ja, langsam und gemütlich machen wir das. Das ist nicht gut. Der mich da die ganze Zeit umspuckt. Boah, der hat ja echt einiges aus. Der hält echt richtig gut was aus. Aber ich habe ihn jetzt eigentlich genau dort, wo er mir eigentlich nicht mehr schaden kann. Hoffe ich mal. Ja. Okay, jetzt haben wir ihn. Mein Gott. So, da haben wir den seine Lanze, den nehmen wir natürlich mit. Oh, Waffentasche voll. Das ist nicht gut. Ja, da muss ich erstmal raus hier. Okay. Was legen wir da ab? Ich sage mal, die braucht man nicht, die Fackel. Die Lanze kann ich vielleicht sogar jetzt gleich brauchen, wenn er, da wird, glaube ich, nur ein Dritter sein. Ja, der gleiche Nummer. Boah. Schmutz. Ja, so, so kurz weitergehen. So, der fährt ruhig weitergehen. Muss man aufpassen, weil irgendwann springt er aus dem Wasser raus. Oh, nicht gut. Oh, das haben wir nur erwischt, das war gut. Ja, komm wieder. Ah, schön, Leute. So muss es laufen, ey. So muss es laufen. Boom. Macht zwar echt nicht so viel Schaden, aber reicht vollkommen aus, um unbeschadet da durchzukommen. Na? Reicht vollkommen aus. Boom. Zusammen. Warte mal, da müssen wir, glaube ich, wieder was ablegen. So, da ist der Bogen. Der hat da hinten nichts, oder? Na. Okay. Ja, Ebene 10 geschafft. Sehr gut. Kann man jetzt mal nicht meckern. War ganz okay. Ich muss jetzt dann trotzdem, glaube ich, nochmal was essen. Ich glaube, wir werden jetzt dann gleich dieses Angriffsfood da mal einhauen. Ja. So, und dann mal dieses bessere Schild. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, wo wir rauskommen. Ah ja. Da waren wir schon. Stimmt, da waren wir schon. Haben wir da nicht ganz rübergeschossen? Ich weiß gar nicht. Ja, okay. Passt. Haben. Warte mal, wie können wir da drinnen, ne?
So. Gehen wir jetzt trotzdem schon mal was essen. Und zwar, da ich mal sagen, das, was uns Angriff gibt. 4 Minuten lang. Das ist nämlich sehr gut, wenn wir das haben. So. Da muss man bloß aufpassen. Nochmal. Sehr schön. Puh. Glück gehabt. Daumen an. Daumen an. Ah, das mit dem Essen ist natürlich jetzt schon sehr, sehr gut. So. Muss mal schauen, haben wir mir noch einen guten Bogen? Ja, haben wir. Ah, da habe ich gerade husten müssen. Ah, das war's gleich mit dem. Nimm mal die Feuerpfeile. Dann brennt der nämlich mal ein bisschen länger. Okay, einen Gegner müssen wir noch haben, gell? Mist. Also. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie voll den Hustanfall. Sehr schön, sehr schön. Boah. Schnell einen Schluck trinken, sorry. Eieiei. Wir sind bloß das ganze Zeug so, puh. Da meint man nichts Schlimmes, ne? Und dann verschluckt man sie des Todes. Wir haben die ganzen Bocklanzen weg. Okay, geil. So. Nochmal nehmen. Holzpfeile. Wir schauen natürlich jetzt auch nochmal. Stachelbockkeule braucht man auch dringendst. Ganz wichtiges Soldatenschwert. Dann nehmen wir Bocklanze weg. So, dann haben wir nochmal Kiste. Also Waffen haben wir, glaube ich, jetzt da wirklich genug. Pfeile auch, was sehr, sehr gut ist. Aber die Kiste hätte ich noch gern. Die mag ich schon noch haben. So, was ist da drin? Okay, Feuerpfeile. Let's go. Schade, dass man die ganzen Fähigkeiten von den Titanen nicht hier nicht mehr kommen. Da war es natürlich ein leichtes, ne? Okay, wir haben es immer für Angriff, aber das passt jetzt schon. Das ist soweit ganz gut. So. Das hat jetzt in dem Raum, war das schon ganz okay.
Oh, da waren schon ein paar lästige Gegner dabei. Verteidigung ist es dann wichtig. Später beim Hinox. Okay, Leute, wir sind da. Wir sind beim Hinox. Okay, wir können jetzt ballern, was wir können, ne? Okay, anscheinend ist das wirklich das letzte, Leute. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wir brauchen jetzt Schwert. Wir gönnen uns jetzt halt einen Abwehrfisch. So, wir müssen mal jetzt schauen, wo wir hauen können. Ich glaube, es geht jetzt gerade nur in der Mitte. Na, wir haben da schon die richtigen Pfeile. Sehr gut. So, die stärkste Waffe, was wir haben gerade, ist eigentlich das da, ne? So, mit der nicht gegen den Fuß hauen, da hat er was drauf. Das ist der Scheiß. Deswegen gehen wir ihm einfach in den Sack rein. Okay, wir probieren es einmal nochmal. Hey, Vorsicht, ich muss mal schnell schauen. Den Ritterbogen können wir uns holen. Weg, 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 weg. Das ist nicht gut. Oh, Glück gehabt. Nicht gut. Haben wir gleich. Ja, Mann. Nice. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Alter. Okay. So, Ritterschwert. Dann nehmen wir uns das trotzdem nochmal mit. Aber ich glaube, dass das jetzt die letzte Prüfung war. Na dann, schauen wir mal. Dann haben wir zumindest das Schwert einmal verbessert, ne? Jetzt gehen wir nur ein zweites Mal, aber beim zweiten Mal kriegt es mir nicht mehr dazu. Keine Chance, ey. Keine Chance. Wir müssen die Story weiterspielen. Au, schön. Aber dann zeigt es wenigstens mal, wie das ausschaut. Auserwählter des Schwertes. Du hast die Prüfung gemeistert. Die Macht dieser Waffe hat sich dir auf ganz neue Weise offenbart. Schreite voran, o Held. Geil. Berühre das Masterschwert. Und jetzt einfach obi-vollen Prüfung für den Arsch. Genau, aber so schaut es auf jeden Fall aus. Es gibt, glaube ich, sogar Glitches, dass man ohne eine einzige Schwertprüfung zu machen, dieses Schwert gerückt, aber ach, das dürft ihr ja alles ausprobieren. Ne? Ihr wisst jetzt ungefähr, wie sie Schwertprüfungen ablaufen. Ne? Die zweite dürft ihr selber machen, weil die ist schon ein bisschen härter. Ne? Von dem her wünsche ich euch da auf jeden Fall viel Spaß. Aber ich wollte es eigentlich bloß mal zeigen, ne? Wie so die Schwertprüfungen sind. Nice. Ich glaube, es müsste jetzt ein bisschen stärker sein. Ich weiß nicht, wie stark, keine Ahnung.
Werden wir gleich sehen. Und schauen wir mal, was der Dekobaum sagt. Ah, ich hab wieder mal Ausrüstung, das ist so schön. Da bist du ja wieder. Du wirkst stärker als zuvor. Das Masterschwert heute nun ebenfalls über größere Stärke verfügen. Geil, von 30 auf 40. Genau, und der Unterschied dann nur, wenn man immer die zweite Prüfung macht, ich glaube, dann geht's auf 60, wenn ich mich nicht täusche. Wenn du noch mehr Stärke suchst und dich der Prüfung erneut stellen willst, dann steck es zurück in seinen Sockel. Ja, wünsche ich euch allen viel Spaß. So, klar, wir hätten natürlich dann noch diese Aufgabe, ne? Die Magie des Eises. Wollen wir einen Stab mit Eismagie sehen? Boah, wo findet man den so? Boah, da muss ich vielleicht mal nur schauen. Wisst ihr was, Leute? Wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt erstmal diesen Donner Titanen machen müssen. Ja? So weit sind wir jetzt. Punkt. Wir müssen uns umziehen. Wir müssen uns umziehen. Und zwar wieder als Dame. Sonst kommen wir ja wieder nicht rein in die Stadt. So. Und wir... Was haben wir da markiert? Ich weiß gar nicht mehr. Wir müssen mal wieder nach Gerudo-Stadt, Leute. Wir müssen jetzt endlich, weil wir haben ja vor Ewigkeiten, ne, vor, was weiß ich, 30 Millionen Folgen, haben wir mal so einen Donnerhelm aus diesem Jiga-Lager geklaut. Also wieder zurückgeklaut. Und den müssen wir eher jetzt eigentlich mal wieder zurückbringen. Aber dann waren wir natürlich mit Open-World-Sachen beschäftigt. Ne? Dann waren wir beschäftigt. Aber jetzt geht's wieder voran, Leute. Ich bin jetzt eigentlich auch echt froh, dass ich die Schwertprüfung jetzt geschafft habe. Weil ich weiß, wie ätzend die Psycho, ne? Und ich glaube, jeder, der wo vielleicht die Schwertprüfung schon mal gemacht hat, weiß, wie ätzend die Psycho, wenn man ganz zum Schluss drauf geht. Da muss man dann erstmal wieder Motivation finden. Okay. Was wir auf jeden Fall noch machen werden, sind auf jeden Fall die ganzen Standardschreine werden wir definitiv machen, Leute. Dass da noch was geht. Das kommt mir euch so fremd vor. War jetzt schon lange nicht mehr drin. Ich will jetzt schon natürlich nur das Maximum der Herzen haben. So. Oh, wo ist denn die? Rio ist im Obergeschoss. Dass sie dich sogar in ihr Schlaf gemacht lässt, frage ich mich wirklich, was sie sich dabei denkt. Wenn ihr irgendetwas zustößt, werde ich dich höchstpersönlich zur Rechenschaft ziehen. Okay. Also, Schlaf gemacht. Also dann auf. Hallo. Abiteri. So, Rio. Let's go. Ich hab dich schon erwartet. Hey, du brauchst es nicht zu sagen. Als Königin der Gerudo spüre ich die Macht, die von unserem heiligen Erbe ausströmt. Wie du sehen kannst, bin ich noch jung. Meine Untertanen verehren mich, aber sie lieben mich, wie man ein Kind liebt. Ich sehne den Tag herbei, an dem ich mir ihren Respekt als Anführerin verdient habe. Als das heilige Erbe gestohlen wurde, war das die größte Schmach, die ich mir vorstellen konnte. Doch dann kamst du zu uns. Die große Urbosa muss deine Schritte geleitet haben. Nun gut, bitte gib mir den Helm. Ja, so, bitteschön. Oh Gott, wie sehe ich aus? Naja, weiß ich nicht, Digi. Weiß ich nicht. Wo ist das? Oh, irgendwas passiert ist. Oh, er erinnert sich jetzt an irgendwas, oder? Ah, einst vor 100 Jahren. Ah, kaum ruft man dich, schon bist du da.
Du bist nicht umsonst ihr Leibwächter. Tut mir leid, dass ich dich hier antanzen lasse. Sie hat den ganzen Tag pausenlos gearbeitet. Kein Wunder, dass sie todmüde ist. Und? Wie läuft es? Kommst du einigermaßen mit ihr aus? Ich verstehe. Aber sei ihr bitte nicht böse. Sie hat's nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie das Schwert auf deinem Rücken sieht, zerreißt es ihr das Herz. Die missratene Tochter von Hyrule nennt sie sich. Keine Sorge, es ist natürlich nicht deine Schuld. Dieser große Druck. So lange verfolgt er sie schon. Um die Kraft des Siegels zu erlangen, war sie von klein auf zu spirituellen Übungen verpflichtet. Einmal saß sie so lange in einer kalten Quelle, dass sie krank wurde, ein hohes Fieber. Aber trotzdem blieb ihr die Siegelkraft verwehrt. Um sich nicht gänzlich nutzlos zu fühlen, fing sie an, die Titanen zu erforschen. Sie ist ein gutes Mädchen. Und deshalb müssen wir ihr helfen. Besonders du. Es ist frisch geworden. Ich fürchte, ich muss sie wecken. Hm? Ah. Naja, so geht's auch. Sanft, ne? Was machst du denn hier? Sanft geweckt. Sehr schön. Aha. Was ist? Bist du so überwältigt? Sag schon, steht er mir? Er ist etwas groß, ne? Ja, ist er. Meinst du? Jetzt ist der Arm gerutscht. Während du nach dem heiligen Erbe gesucht hast, hat sich Vanaboris an einer anderen Stelle bewegt. Bald ist vielleicht schon unsere Stadt in Gefahr. Als Königin, als Gerudo, muss ich ihn um jeden Preis aufhalten. Wirst du dabei helfen, uns dabei zur Seite stehen? Oder mir dabei zur Seite stehen? Ja, logisch. Natürlich. Hihi, es ist schon seltsam. Der Kampf steht uns noch bevor, aber durch dieses eine Wort habe ich keine Angst mehr. Du bist aber zuversichtlich. Ich gehe schon einmal vor. Wir treffen uns auf dem Ausguck im Südosten der Stadt. Wir können uns Naboris nur auf Sandroppen nähern. Der Ausguck ist zwar nicht weit von der Stadt entfernt, aber zur Übung könntest du mit einer Sandrobbe dorthin kommen. Ich werde dort mit meiner geliebten Hofrobbe Patricia auf dich warten. Ja, gut. Okay, dann müssen wir rüber. Aber es ist schon etwas groß. Also, der Helm. Ja, der Helm ist schon ein bisschen groß. Also, wir brauchen jetzt wirklich das Sand. Jetzt sollen wir jetzt da rüber kommen. Am besten mit der Sandrobbe, ne? Schwierig. Ist das nicht diese Sandrobbe? Ach, diese Statue, mein Gott. Ist mir jetzt gerissen, ne? So. Wollen wir mal bloß schauen, wie wir da rüberkommen am besten. Ah, das ist immer anschleichen, ne? Oder auch nicht. Nur mehr da schleichen. Oder Sand ist keine normalen Sandrobben. Amelie! Nice. Sehr gut. Easy going. Kennt mich aus. Hey. Oh. So.
So, mir ist gerade ein bisschen kalt, ne? Ah, natürlich Chorfeuerwaffe dabei. Müssen wir uns was Wärmes anziehen? Okay, bringt mir gar nichts. So. Ja, da müssen wir hin. Sehr gut. Haben wir es eh schon geschafft. Da ist der Ausguck, ne? Guck da unten eigentlich an irgendwo hier. Gibt's doch noch was. Schauen wir mal rein. Wer bist du? Oh. Sudra. Das ist jetzt eine Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sich jemand so kleines schicken. Und du willst es wirklich mit dem Titanen aufnehmen. Aber gut, wenn die Königin dich auserwählt hat, muss es einen guten Grund dafür geben. Die Königin wartet auf der Spitze dieses Ausgucks. Hoch mit dir. Okay. Oh. Kiste. Oida. Okay, der ist gar nicht mal verkehrt. Ah, das wird natürlich jetzt. Ah, ich weiß noch, das war mein Hassboss, Leute. Ja, ich gleich mal so wie sie ist, ne? Das wird mein Hassboss. Na denn? Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal wieder irgendwas machen, dass ich überhaupt reinkomme, ne? Oho, das also ist deine wahre Gestalt. Ein Anblick, den man in unserer Stadt höchst selten sieht. Siehst du ihn? Varnabodes ist direkt vor deinen Augen. Wahrscheinlich da drin, ne? Irgendwo im Sand. Schätze ich mal. Aber um uns diesem Ungetüm zu nähern, brauchen wir Sandroppen. Bist du bereit? Ja, logisch. Das ist gut. Zuerst müssen wir mit Hilfe von Sandroppen näher an ihn heran. Ich übernehme dabei die Führung. Wenn sich dir eine Gelegenheit bietet, greife seine Füße mit Bombenpfeilen an. Nabodes bewegt sich mit Hilfe der Kraft der Erde fort. Wenn wir diese Verbindung kappen, können wir ihn stoppen. Aber pass auf. Die Blitze, die er verschießt, sind tödlich. Selbst wenn dich nur einer davon trifft, kann das dein Ende sein. Der Donnerhelm wird dich vor den Blitzen beschützen, aber seine Reichweite ist begrenzt. Wenn du dich zu weit von mir entfernst, bist du den Blitzen schutzlos ausgesetzt. Vergiss das bloß nicht. Was noch? Wenn du verletzt wirst, dann kehre zu diesem Ausguck zurück. Versprich mir das, keine Alleingänge. Ich habe hier ein paar Bombenpfeile. Das sind nicht viele, aber du kannst sie gerne verwenden. Ja, geil. So, ich frage dich noch ein allerletztes Mal. Bist du bereit? Ja, logisch. Auf geht's, Alter. Aber wir ziehen uns so um, dass wir ein bisschen isoliert sind. Stell dich besser ein wenig weiter von mir weg. Mein Name ist Rio, die rechtmäßige Thronfolgerin der Gerudo. Die Zeit ist gekommen, die Kraft unseres heiligen Erbes zu nutzen, um Varnabodes zu besänftigen. Urmütter der Gerudo, beantwortet mit eurem Donnerhall meinen Ruf. Okay, in dieser Reichweite muss ich bleiben. Schon gecheckt. Das also ist die Kraft des heiligen Erbes. Ich bin erfüllt von seiner Macht. Ja, ein bisschen groß noch, ne? Los geht's! Das Sandrum ist dann so geil. Ja, jetzt hat man immer so episch, ne? Urbrosa, bitte beschütze Link und mich. Ja, ja. Schau schon, ob ich von da oben. Mach's noch. Jetzt geht's los. Auf geht's! Wir müssen her! So. Pass mal auf, das erste, was wir jetzt machen, sind Klamotten wechseln. Und zwar hier, hier, hier. Dann wir gleich mal vom Blitz ein bisschen geschützt sein. Behalt die Nerven. Und los geht's. Los. Link, hier lang. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Aber du müsstest dir da mal ein bisschen beeilen, weil ich mich hätte gerne antreiben, aber irgendwie. Also, wir brauchen dann später Bombenpfeile, ne? Haben wir gesagt. Ah.
Oh, die fordert aber einen Scheiß zusammen. Wo ist er denn jetzt? Okay, da kommt er. Gut, das müssen wir es leider nur machen, Leute. In meiner Nähe. Boom. Noch neben dir. Gut, jetzt. Oh. Gerade auf, das war der letzte Schuss, ne? Komm zu mir! Gut. 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 Oh, immer noch. Mal schauen, ich bin noch drin. Das ist die Gelegenheit. Du musst raus. Das wird das nix. Gut gemacht, Link. Bleib nah bei mir, Link. Autsch. Jetzt haben wir einen. Nice. Boah, das ist so jetzt mit dieser Sandrobbe, weil du da immer Probleme hast damit. Und Baumfeld. Der Anzug, glaube ich, ist dann noch gar nicht mehr so schlecht, wenn wir den hernehmen. Ich habe nicht die Kraft, Naboris zu bändigen. Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. Ich habe übrigens schon wieder einen Stein gesehen. Oh oh. Der letzte Titan, Leute. Link, ich zähle auf dich. Ja, wie alle, ne? Ja. Dann kommen wir schon langsam in die letzte Runde, Leute. Na? Würde ich mal so behaupten. Schön langsam. Ne? Das ist, muss ich halt sagen, das ist echt der Titan, den ich am wenigsten mag. Zumindest vom Boss her. Vom Rest weiß ich nicht mehr viel, aber vom Boss her. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet. Sehr schön. Yep. Oh, sieh an, wer sich da mal wieder blicken lässt. Aha. Ich habe immer gewusst, dass du eines Tages hierher kommen würdest. Ich wette, du willst Naboris Ganons Kontrolle entreißen, oder? Hab ich voll gehabt, ja. Dann solltest du als erstes die Karte suchen, die dir den Aufbau dieses Relikts verrät. Ja, wie bei allen anderen halt auch, ne? Das da ist der Leitstein, der die Daten der Karte beinhaltet. Dort musst du hin. Okay, Leute. Wir sind im Titan. Wir haben schon gnadenlos überzogen in der Folge. Von dem her mache ich es jetzt kurz. Ne? Ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, ne? Wenn wir dann sozusagen den Titan erkunden. Vielleicht kommen wir schon zum Boss. Ich kann es jetzt sagen. Werden wir sehen. Ne? Und ansonsten ja, wünsche ich euch jetzt nur einen schönen Tag. Ne? Macht es gut. Und
brav bleiben, ne? Bis zur nächsten Folge, ich wünsche euch was. Habi, die